Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute haben wir Wörter mit Riesen. Um euch das zu erklären, nehme ich euch mit auf das Leipziger Stadtfest und auf eine ganz besondere Fußballparty. Kommt mit und lernt Deutsch. Hier stehe ich vor einem Riesenrad. Das Rad, Plural Räder. Ein Rad ist rund und dreht sich. Dieses Rad ist sehr groß. Es ist gigantisch. Es ist ein Riesenrad. An diesem Riesenrad hängen viele Gondeln und man kann einsteigen und nach oben fahren. Links seht ihr die Oper. Vom Riesenrad hatte man eine schöne Aussicht. Ich habe das wirklich genossen. Genossen kommt von genießen. Hier seht ihr noch den Augustusplatz und die Universität. Aber kommen wir zurück zu dem Wort Riesen. Es gibt viele Wörter, die mit Riesen beginnen. Riesenhit, Riesenwut, wenn du sehr wütend bist, Riesenärger, wenn du große Probleme hast, Riesendurst, wenn du viel trinken möchtest, Riesenüberraschung, wenn es eine große Überraschung gibt, oder Riesendurcheinander, das bedeutet Chaos, ein großes Chaos. Man kann das auch mit Schimpfwörtern kombinieren. Ein Riesen ist ein sehr großes. Wenn du dich bei Freunden bedanken willst, dann kannst du auch Riesendank sagen. Als ich am Wochenende beim Stadtfest war, wurde auch etwas anderes gefeiert und zwar ein Riesenerfolg. RB Leipzig hatte den Pokal gewonnen. Das bedeutet, dass sie den zweitwichtigsten deutschen Titel gewonnen haben. Sie sind Pokalsieger. Der andere wichtige Titel heißt Deutscher Meister. Das werden sie vielleicht im nächsten Jahr. Bei der Feier gab es einen Riesenandrang und eine Riesenfreude. Riesenandrang bedeutet, dass sehr viele Menschen kommen. Riesenfreude bedeutet, dass man sich sehr freut. Ich wünsche euch eine Riesenfreude. Wenn ihr Deutsch lernt, dann ist das ein Riesenschritt. Und wenn ihr eine Prüfung besteht, dann ist das ein Riesenerfolg. Und diesen Riesenerfolg wünsche ich euch. Schaut euch diese Mannschaft an. Sie haben ein wichtiges Ziel erreicht und du kannst das auch schaffen. Ich wünsche euch, dass ihr auch einen Pokal gewinnt. Den A1-Pokal, den A2-Pokal, den B1-Pokal, den B2-Pokal und den C1-Pokal. Ihr könnt das, ich glaube an euch und bis zum nächsten Mal bei Deutsch mit Martin. Tschüss!